Hallo. Erstmal den Soundcheck, ne? Soundcheck ist auch nicht schlecht. Soundcheck. Soundcheck. Ja. So. Sollte eigentlich alles klappen, ne? Also Mikrofon hört man ja. Mikrofon check. One, two, one, two. Oh, die deaktiviert, was? Ach so. Okay. Hä? Okay. So. Da ist er, der Domji. Da ist der Domji. Lass uns spielen, Ark. Das ist der Plan wieder, Ark. Auch nur aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil es gestern aber verkackte scheiße Kacke war. Weil wir ohne Sound gestreamt haben. Kasangena, hör mal. Zitronenselter oder was? Von Grund auf frisch mit Kohlensäure und Zitronengeschmack. Mhm. Ah, wie das ja sprudelt. Habe ich Werbung gemacht? Nö, ne? Hela! Stream Ark Survival Evolved, do your friends. Okay. Das ist, glaube ich, der Discord-Übertragung gewesen. Kann man gar nicht sehen, ne? Aber irgendwie habe ich gerade ein Hangover. Ich mache Streamschluss. Ich bin müde gerade. Diese Obelisken strahlen eine seltsame Kraft aus. Kannst du sie spüren? Auf jeden Fall kann man schon mal meinen Nachbarn hören, das ist gut. Oh, oh, war voll laut, Alter. Achso, es wäre tags, ne? Lass mal vorher ausmachen. Natürlich ein bisschen blöd, dass ich da jetzt nicht so. Lass rankomme! Feuer löschen! Feuer löschen! Nochmal zünden? Nein, löschen! Juhu! Warum? Eigentlich müssten die so einen Timer haben. Das wäre ziemlich geil, glaube ich, ja? Wenn man so einen Timer hätte und die dann dadurch. Na komm. Optionen. Wir haben einen T-Rex. Ich konnte mir den gerne auch gar nicht angucken, weil ich den im Dunkeln gezähmt hatte. Der war nach dem Stream. Ach ja, die Eule hatten wir ja auch, ne? Wisst ihr noch, ne? Der war im Stream auf einmal da. Die Möglichkeit war da, ihn zu töten oder eben halt zu zähmen. Ich finde zähmen cool. Jetzt müssen wir ein bisschen was jagen. Und dann müssen wir gucken, dass wir mal hier eine Dings bauen. Ich habe mich hier vorgestellt, Leute. Ich weiß nicht, wer ihr das findet. Könnt ihr mal alle in den Kommentar schreiben, die jetzt dabei sind. Ach ja, es sind ja keine da. Weil ich so ein beschissener kleiner Streamer bin. Da. Genau, da dachte ich so irgendwie. So ein Leuchtturm. Deswegen so ein Leuchtturm hinstellen. Hatten wir schon mal bei Ark Ragnarök gemacht, damals mit einer Zuschauer auf YouTube. Ja. Okay. Und das finde ich cool. Aber zuerst müssen wir das ganze Ding umzäunen. Das finde ich geil. Ich würde am liebsten mit dem T-Rex loslaufen, geht nicht. Weil der T-Rex noch nicht reitbar ist. Deswegen, wir laden jetzt ein bisschen mit dem Raptor. Das heißt, wir leveln. Oh, Alter, stirb doch! Was ist jetzt kaputt? Ja, also raste mal nicht so aus, ja? Oh, ein Kuchen! Ein leckeres Stück Geburtstagtorte, zurückerobert von einem diebischen Dodo. Süße Rache. Okay. Und das kann ich in den Müll schmeißen. Das brauche ich nicht, 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 das brauche ich nicht. Der Kuchen ist lecker, den behalten wir. Na so, komm, Gewicht. Der Raptor muss erstmal auf Gewicht gepimpt werden. Damit er uns auch anständig tragen kann. Ups. Ja, lass mal ein Berge checken. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall jagen. Irgendwo müssen wir beginnen. Und die Berge sind gar kein schlechter Anfang. Ja, wir müssen noch Pfeile herstellen. Oh, guck mal, unser erster Stego, den wir hier sehen. Ich glaube, ein Stego zum Jagen. Weiß nicht. Wir müssen Opfersaurier haben. Lass mal ein bisschen checken, was da oben so los ist. Was für Überraschungen auf uns warten.
Mit unseren Funkelirobi. Aber die ganzen Bontosaurier sind alle ineinander verteilt. Das ist, glaube ich, eine Zwingerparty hier. Die Bonto-Zwingerparty. Schön geil, Gangbang hier. Au! Das hören. Okay, müssen wir uns den stellen. Nützt alles nichts. Halt. Lass mal unseren Raptor stehen, pieken wir die alle ab. Ich brauche nicht mehr als einen Raptor. Das ist eben halt deswegen. Das wäre totaler Schwachsinn, sich eben halt noch so ein Ding zu besorgen. Wo ist mein Rappi? Rappi, Rappi, Rappi. Rappi Raptoro. Fell, verschwinde von meiner Rappi Raptoro. Da. Einfach mal, wenn die Pfeile haben, könnte man mal gerne mal reingucken, ne? Eben. Eben. Aber der macht ja gar keinen Halt von alles hier, ne? Das ist ja irre. Diese scheiß Brontos, ey. Bin schon angefressen, ne? Oh, so nicht liegt er echt drauf und hat die ganze Zeit gelebt und nag ihn da an, Alter. Ist das. Naja. Das ist eben halt Raptor-Liebe. So wird's gemacht. Muss mal ein bisschen aufpassen, dass der Raptor jetzt nicht zu voll ist gleich, ne? Wir können gut und gerne jetzt mal ein bisschen auf Opfer verzichten. Ich habe mir vorgestellt, da geht's irgendwie hoch, ne? Aber war wohl nicht so. Sonst sind diese komischen Schweine, da sind noch Raptoren unten. Ich dachte, da wäre mehr mit Metall, ne? So ein bisschen Metall ist da, aber gar nicht mal so viel. Kristall ist da. Wächst das eigentlich nach irgendwann mal? Keine Ahnung. Was war das? Ach so, Kigo-Mac. Boah, ich hasse Pegomex, ne? Arschloch. Die haben wahrscheinlich nur Fleisch geklaut oder so ein Scheiß. Ausdauer und Geschwindigkeit müssen wir dir nochmal beibringen, Raptor. Okay, aber hier oben ist nur echt so ein verficktes Plateau, wo 50 Bronzosaurier rumlaufen und Platz für zwei haben. Also uninteressant. Und hier ist eine fucking Klippe. Ich dachte gerade, das wäre ein Tapajara. Ein Tapajaja! Kriegen wir erstmal das Fleisch vom T-Rex, das ist, dass der T-Rex Ausdauer hat. Ich finde die HDR ist ein bisschen heftig hier, ne? Was wir machen müssen, ist unbedingt nämlich Schafe jagen. Damit wir Pelz haben, damit wir damit wir uns hier besser bewegen können hier einfach. So. Vor the T-Rex und vor the Eule. Ja. Kriegt noch T-Rexe, haben einen großen Hunger. Die Eule würde ich ja gerne reiten, ne? Da habe ich ja richtig Bock drauf. So, den lassen wir mal brüllen, weil er Danke sagen möchte. Nee, gar nicht so. So, wobei. Gut gebrüllt, Löwe. So, Geburtstag und Leder. Das nehmen wir mal kurz mit rein. So, dann müssen wir mal gucken. Das wäre Schafe. Wo würden wir die denn hinpacken normalerweise? Wo war mein Schrank da?
Ne, wir brauchen das Leder ja hier. So. Oh. Da haben wir uns den Mörser. Genau, haben wir ein bisschen. Wo ist der denn jetzt? Der Raptor. Rappi Raptor. Robby die Robby. Rippy die Day. Ich dachte mir, vielleicht sind da oben den Weg da hoch. Vielleicht haben wir da Möglichkeiten auf Schafehehe. Oder so. Oh. Diese Wildschweine, ne? Da muss man echt aufpassen, ne? Das ist echt schweinisch. Trau den nur, soweit ich wichsen kann. Und ich bin 41 Jahre, da läuft das nicht mehr. Also nichts mit Spanken und so und Kacke. Ach scheiße, so viel Kacke labern. Oh, was? Hier steht hier ein Zaun. Digga, was ist da los? Eulenparty oder? Dodos? Warum sind denn jetzt da so viele Eulen? Was ist denn das? Was sind das für Dinosaurier? Lass mal gucken. Ganz, ganz unverbindlich mal. Das ist eine Alu, ne? Ja, Allosaurus. Ist hier. Oder dann vorbeigesprintet kommt? Das ist auch Gold. Oh, guck mal, wie viel Metall hier ist, Alter. Da und da, richtig viel. Da, da, da. Richtig viel und richtig da. Ja, ja. Oh, scheiße. Sabertooth aus der Sache. Habe ich noch nie gehabt, ne? Sabertooth. Oh. Zwei T-Rexe. Hier finden wir Ankylosaurus, ne? Gut zu wissen. Zwei Sabertoothse. Gallimimusse. Okay, hier finden wir Ankylululu. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Warum sacken der immer da so ein? Was ist da los? Es ist ein Red Rock Forest hier oben, wa? Mal so eine kleine Erkundschaftung, so, ne? Was wir so alles brauchen und haben wollen. Was waren die Gefahren des Red Rock Forest nochmal? Ich glaube, Käfer, Alusse, ne? Kanusse und so Scheiß, ne? Das waren so die Probleme mit dem Red Rock Forest eigentlich, so, ne? T-Rexe nicht so. Aber auch Schafe finden wir und deswegen sind wir hier unterwegs. Wir brauchen Schafe. Na, da sind Dio-Rollers. Geil, Alter. Ach gut! Oh, ich dachte, geil, Alter, guck mal, der legt sich da mit Gallimimus an. Der Irrtum sprach der Igel und stieg von der Bürste. Ach du meine Güte, ein Allosaurus. Okay, Allusse haben wir viele. Ich wollte jetzt weniger jetzt in den Fluss springen, weil... Piranhas. Können wir den umgehen? Der Fluss ist scheiße. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein fucking Fluss ist. Terrorbirds. Terrorbirds. Mit ein bisschen Würze. Was ist denn das da? Ist auch wieder ein Alu da. Also wenn wir mal Alu brauchen... suchen wollen, dann finden wir hier welche. Nicht nur ein Alu, vielleicht zu viele. Drei Stück, ne? Alter Schwede, oder? Oder ist da oben schon wieder ein T-Rex? Ne, ist da oben schon wieder ein T-Rex. Boah, fick doch die Hände, Alter. Was geht hier ab? Was ist denn das da hinten? Was leuchtet da so cool? Scheiße, kommen wir ja gar nicht hoch, wa? Auf was kloppt denn da? Also auf den Terrorbird.
hatten wir auch noch nie gehabt, ne? Also so selber als Haustierchen. Scheint irgendwie was da drin zu sein, als ob da eine Höhle unter ist, ne? Im Fluss. Da hätten sie Hirsche. Wir brauchen aber Mess. Ja. Alusse, T-Rexe, Alusse. Geil. Ich glaube, wir sollten sobald den Rückweg wieder antreten, nicht, dass es hier gleich eine Erfrierung gibt, ne? Das ist echt scheiße. Wir brauchen unbedingt Fell. Oh. Bitte keine Troodons. Ich war doch auf das Viech drauf. Check ich nicht. Achso, hätte ich mal vielleicht festhalten sollen. Guck mal, das ist eigentlich, was wir haben wollen. Ich glaube, bei Hirschen gibt es auch gar nicht mehr viel zu holen, ne? Macht der Schaden? Gar nicht mit festhalten, ne? Scheiße, du, die Ausdauer vom Raptor, Alter, ehrlich. Ja, das war's denn, ne? Okay. Vielleicht das nächste Mal einfach mal... Vielleicht das nächste Mal einfach... Fuß. Mit Pfeil im Bogen oder so. Was ist das hier? Neue Level verfügbar. Zur Anwendung im Metall öffnen. Tech Raptor ist Level aufgestiegen. Würde die nur da. Achso, was hat damit zu tun? Ne? Neue Tech Level verfügbar? Ja, gut, das mal machen wir mal. Okay, wir machen mal. Geilo. Es war das jetzt extra so ein Bonus oder was? Das finde ich ziemlich nice. Was da so alles für ein Gefeite ist, ne? Das ist ja irre. Oh nein! Ah! Ah, lass mich doch wieder! Boah! Diese verhurten Mikroraptoren, ey. Da sind auch die Troodons, Alter, ehrlich. Das sind die fürchterlichsten Wesen, die es hier überhaupt gibt. Und Terrorbots. Der Raptor war fast tot. Er muss definitiv fett leveln, Alter. Aber er levelt sich auch schnell wieder hoch, ne?
Carol Burks. Ja. Also, Redwood ist scheiße. Stellt sich mir die Frage, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Das ist das Schaf. Das Ding brauche ich nicht mehr. Unauffällig an den. Ich schwöre, wenn jetzt Piranhas kommen, ne? Ich fresse einen Arsch, ne? Mein Arsch. Direkt auf dem Allosaurus zuschwimmen, ne? Ja, moin, Tom G. Scheiße, fünfmal Pelz, ne? Okay. Aber wir waren mutig unterwegs. Wieder Raptor aufgestiegen, das ist super. T-Rex, die kloppen sich dann noch mit den Ankylos. Aber ich guck mal, wie viele Metalle es hier gibt. Das ist auch natürlich auch nicht schlecht, ne? Müsste man sich ja irgendwie so einen Langhalssaurier nehmen und dann. Oder einer von T-Rex. Nein, gar nicht. Wir wissen doch, wie wir es machen, Tomji. Ach, scheiße, ne? Warte mal. Aber da liege ich mich eher mit einem T-Rex an. Als mit einem Alpha-Raptor. Wir gleich chillen. Okay. Bist du bescheuert? Verpiss dich. Warum greift er eigentlich nicht damit ein? So der Raptor? Der, ja, okay, er greift mit ein. Ja, und der hilft natürlich dem T-Rex, ne? Arschloch-Raptor. Das ist immer schade, dass man kein Alpha ziehen kann, ne? Das wäre natürlich geil, weil die mal einen Zacken größer sind als die eigentlichen Tiere. Tierchen. Ja, wir haben keine Betäubung dabei, sonst hätte ich mir direkt hier gleich mal so einen gezähmt. Da oben ist ein Carnotaurus. Also es geht hier natürlich... Warum level ich eigentlich gerade so hart, Alter? Das ist echt... Trash. Das ist echt fresh. Fresh. Chitin-Rüstung. Sakro-Sattel. Zielfernrohr-Flinte. Deoductus. Haben wir den gelernt, den Deoductus? Ach ne, haben wir noch gar nicht gelernt, ne? Wollte ich aber. Geli, Terrorbird-Sattel, Kanunku. Ich frage mich, wann kriege ich meinen... Ach, mal hier, der ist richtig. Mein Eulensattel, das ist viel, viel geiler. Bestimmt wurden hier die Argentavisse ausgetauscht zu den Eulen. Hier so ein paar Carnotaurus, eigentlich glatt geschossen. So viel mit Feuerbogen hier. Armbrust am Start. Ich habe ja ein paar Schüsse am Stüssel, ne? Mal ausprobieren, Digga. Was für hässliche Freaks immer da sind, ne? Einfach mal nicht getroffen, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Treffer. Nicht schlecht. Zwei Schüsse, ne? Kann man die mitnehmen wieder? Ja, ne? Ja.
Das Leder können wir immer gut gebrauchen. Waren da nicht zwei? Das ist natürlich echt blöd, dass die Sonne von überall. Egal wie du läufst, die Sonne blendet immer. Was haben wir da? Da sind diese komischen Schweine wieder. Dilophosaurusse. Carnotaurusse. Atom! Ich wollte mich ja an und für sich einfach noch einen Zentimeter mal umgucken hier. Die wird man irgendwie anders sehen müssen, ne? Nur mal so ein bisschen zu gucken, Überblick zu haben, wie man was hier machen kann am besten. Kreaturen zähmen und so, vielleicht mal irgendwie Möglichkeiten finden, wie man oder was man hier so hat. Kentrosaurus Alpha Kano. Ist natürlich jetzt wenig cool, ne? Ich finde, Raubsaurier gibt es hier einen Überfluss, ne? Also wirklich richtig viel. Du kannst keinen Zentimeter laufen, ohne dass du gleich angegriffen wirst von irgendwem. Und natürlich dann immer gleich solche fetten Biester wie so ein Alpha, Alter, ehrlich. Alpha schießt mich tot, Alpha leckt mich am Arsch. Alles Alphas, ey. Das ist irgendwas Raptor-mäßiges. Wollen wir das mal vom Bügel hier gucken. Das ist ein See. Wir müssen auch unsere Erfrierung und die Tageszeit bedenken. Dass wir bald wieder nach Hause kommen. Sonst erfrieren wir gleich wieder. Ich wollte ja eigentlich echt Fell angeln, ne? Aber wenn ich nichts finde, kann ich... Ah, das ist ein Sabertooth. Was ist da oben denn nochmal los? Ja, nochmal erstmal scheißen. Wenn Raptor scheißen muss, dann ist es erstmal wichtig. Da kann auch erstmal alles kommen. Das ist Banane. Moshops. Schildkröten. Warum sind hier oben diese komischen Schildkröten? Moshops. Noch viel mehr unten am Start. Am Strand. Oder da? Argentavis. Also doch, Argentavis da. Was ist das? Bronto. Brontos, die irgendwie wie Brachios aussehen. Irgendwie ja, ne? Oh, täuscht das nur. Die sollen, glaube ich, schon echte Brontos sein. Ein schöner See. Das ist irgendwas Cooles. Und ich wette, hier gibt es jede Menge. Blutegel. Wow, da oben ist ein Schloss. Aber in welchem Teil gibt es denn keine Bauwerke mehr, ne? Gibt es hier schon weit überall. So ein bisschen Ragnarök-mäßig, ne? Da oben haben wir Stegos. Da haben wir Paras. Aber wir haben gelernt, bei uns in der Nähe tatsächlich Ankylosaurier. Jede Menge. So, Tom G. Jetzt finden wir den Weg wieder nach Hause. T-Rex, Argentavis. Gar nicht hoch, ne? Geht da nicht, ne? Ja, geht. Nicht hoch. Okay. Schöner See, plätschernd. Okay, aber hier sollen wir nicht hin und wir müssen gucken, dass wir mal... Scheiße, ne? Dass wir auch so wenig Schafe fett. Wir brauchen Pelz, ne? Wir haben fünfmal Pelz jetzt. Damit können wir uns noch nichts machen, was uns irgendwie erwärmt. Alles voller peitschende Schwänze. Wollen wir hier mit dem Raptor rüber? Ja, ne? Natürlich muss der Raptor hier drauf scheißen, ne? Dann lass uns mal nach Hause. Ich glaube, das wird dunkel langsam. Dachte ich ja schon seit einer Ewigkeit, aber ich habe das mal echt das Gefühl.
Digga, ob ich mich erschrocken hab? Das Problem ist jetzt, den richtigen Weg zu finden, weil es so gegenblendet einfach, ne? Ich wäre da so gerne mal hinten hin zu diesen Airdrop da, ne? Oder Kano Taurus da rumrennt, da der Alpha. Ich hatte es auch vergessen. Da wird sich geprügelt noch. Und Raptoren auch noch dabei. Ja. Nochmal kurz die Energie wieder aufladen hier von Raptor. Ist natürlich immer echt einfacher, das alles zu überfliegen, ne? Wenn man das, wenn man die Eule hat, ein Pteranodon. Ich meine, Pteranodon könnte mir jetzt zähmen, aber was soll ich damit? Der kann mich kaum tragen. Warum soll ich jetzt einen zähmen? Tech-Rex. Oh, Alpha! Wieso ist denn jetzt da, Alter? Der Alpha wird auch nicht verschwinden. Der wird nicht verschwinden. Weil es hier niemanden gibt, der den platt machen kann. Ja, so ist das. Oh oh. Das war. Okay, jetzt sind wir wieder bei Dingens. Und da sind die Alus wieder vergangen. Müssen uns beeilen wegen Erfrierungskrankheit. Da kommt der hochgejettet auf einmal. Hat er sich erschrocken oder so? Okay, wenn wir mal Alus brauchen, wir wissen jetzt, wo Alus sind. Trotzdem müssen wir uns den Zacken beeilen. Aber wir sind ja gleich da. Unsere ledrige Rüstung hält das alles nicht mehr aus. Ah, guck mal, der Bronto ist schon mal runtergewandert. Das ist schon mal gut. Lässt er uns hier komplett. Jetzt müssen wir in Ruhe, wa? Stego. 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 Ich wusste gar nicht, dass der Rex, den ich hier habe, tatsächlich weiß ist. Ich dachte, der wäre grün gewesen. Inventarium. Das kann ich gebrauchen. Dankeschön. So. Tiere müssen draußen warten. Auf Stroh dabei. Okay. Ja, aber Teil könnten wir uns auch nochmal machen, ne? Muss man die Fellrüstung in der Tasche machen? Nee, ich glaube nicht, ne? Wie hier? Ankylosaurus-Sattel, genau. Können wir sogar jetzt Licht herstellen. Oh, Alter, was? 96 mal Pelz, Haar oder Wolle. Für eine Hose. 80 mal für ein Oberteil. Digga, das ist der Hammer. Okay, ich habe gerade eine Nachricht.
So. So, wir brauchen wirklich so viel Dings. So, was haben wir denn jetzt? Zeig mal die Map einmal. Okay. Haben wir schon viel gemacht, ne? Ja. Jetzt müssen wir beim nächsten Tag mal gucken. Ich finde es schade, dass er einfach nicht markiert, wo wir gerade sind, ne? Das finde ich total schade. Warum markiert er das nicht? Das wüsste ich gerne mal, weil auf der PlayStation war das ja immer gleich angezeigt, wo wir sind. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal ein bisschen nach Westen gehen. Da oben war der große Redwood-Wald da. Ja, da gibt es Schafe. Huch, aber ja nicht überall. Ne? Wir würden uns auch gerne mal nachts mal rausbewegen, aber es geht einfach nicht, wenn das hier so muckelig ist. Können wir einen Ankylosattel machen? Immer noch nicht. Ne? Was fehlt uns dafür? Lass mal gucken. Eben. Metallbahn. Ne, Leder. 260 Fasern. Ja, das kriegen wir ja nochmal hin. Und dann ein Ankylosattel. Dann müssten wir Zeugs machen, damit er einpennt. Und dann haben wir den Ankylosaurus hier. Der Ankylosaurus war ja bei uns unmittelbar in der Nähe. Was man so unmittelbar nennen kann. Aber da könnten wir uns doch schon mal einen Sattel machen. Wir gehen zu Fuß hin, sehen einen Ankylosaurus, haben einen Ankylosaurus, der dann eben halt wunderbar nachher Metalle abtransportieren kann. Das ist der Plan. Und was sagst du dazu, Rexy, Bexy, Baby, Maybe? Nix, ne? Ja. Fasern brauchen wir, ne? Fasern, Lederwald, ne? Könnten ja auch erstmal leveln, ne? Das geht auch, aber... So, ein paar Blumensträuße gepflückt. Was ist da denn los? Runter, wa? Ja. Aber auch Nackros am Stüssel, das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Oh ja, 20. Aber wird das nicht reichen, wa? Moment, Gewicht. Fiumi. Sattelbumsen. Guanodon, Megaloceratops, das ist doch dieser Faul, der, nee, hier, ach komm schon, wie heißt das, Misswiech? Riesenfaultier, irgendwie sowas, ne, ja. Nachwuchs oder Granate, Pteranodon. Ja, den könnten wir jetzt machen. Wisst ihr was? Den nehmen wir uns auch erstmal. Wir machen das anders. Wir machen Pteranodon. Der kann zwar nichts tragen, aber wir können damit erforschen. Gucken. Spotten. Benutze ein passendes Werkzeug, um das hier zu machen. Ey, jetzt habe ich gerade natürlich einen Hungerflash. Ne? Es ist zum Kotzen einfach manchmal. Wenn ich mehr Staub wischen würde, ne, dann würde ich auch ein bisschen mehr was von meinem Monitor sehen vom Spiel. Geil. Ein Pteranodon. Die fliegen hier en masse rum. Eigentlich. Jetzt fliegt natürlich hier gerade keiner rum. Fliegen hier gerade keiner rum. Ja, Pteranodon, Ankylosaurus, Bums, fertig. Geil, so läuft der Plan. Was kostet nochmal der Sattel? Da muss ich gleich mal reinschauen. Kann ich den in der Hand machen? Oder eine Hosentasche oder... Was haben wir hier? Deinotyriosaurus. Warum Chitin 75 oder Kreatin 75? 230 mal Leder.
Wir waren sowieso gerade dabei, Leder zu suchen. Also vorgedessen passt das. So, wo ist hier? Boah, 293 mal Dings. Das geht klar, Digga. So, Ankylosaurus, was war hier nochmal? Was ist das? Kenn ich nicht. Das? Diplodocus-Sattel. Der würde das Holz doch passen, ne? Fasern, Leder, Metall waren 200. Aber der wäre geil zum Abernten, ne? Der wäre richtig geil. Ankylosaurus, wir brauchen nochmal dieses Leder. Hätten wir es auch geschafft damit. Ankylosaurus. Was wollte ich jetzt noch? Chitin. Da wollte ich mal reingucken, wie viel Chitin wir hier gerade am Start haben. Ja, nicht ausreichend. Wie viel brauche ich nochmal? 35 oder was da? Ah, 75. Ja, müssen wir erstmal ein paar Schildkröten finden, ne? Die wir abschlachten können. Das will mal erstmal gemacht sein. Wieder gelevelt. Alter, ich bin voll am Leveln hier. Obwohl ich hier gar nichts dazu beitrage. Erstmal kurz checken, ob hier. Saurier irgendwie Gammelfleisch am Start haben. Hört sich an, als würde irgendwo jemand rumlaufen, der gerne gegessen werden möchte, weil wir Leder brauchen. Gammelfleisch, Dankeschön. Eine Spende für den Tom G, eine Spende für den Tom G. Einmal Gammelfleisch bitte, ja. Bewegungsgeschwindigkeit. Ich finde, die Rexis sind immer so super langsam. Bevor wir den reiten, ist der schon Level 2000, Alter. Eulo. Levelt. Geschwindigkeit. Ach ja. Yggdrasil. Da, genau. Dazwischen wollten wir. Ich komme gar nicht an meinen Mörser. Was? Nein, ich will an meinen Mörser ran. Lass mich an meinen fucking Mörser ran. Oh, ihr Arschis. Ich will an meinen Mörser. Mein Gott, ey. Ich dafür alles wieder aufsammeln musste, ey. Also, wir brauchen noch mehr Nakros. Also, was lernen wir auch daraus? Wenn wir Shit am Start haben, schmeißen wir ihn außerhalb unserer Base weg. Der Robert. Metallschild Schroti. Caprosuchus. Oh. Ja, Caprosuchus. So. Jetzt werde ich mal, Alter, was für ein Inferno hier, ha? Ja. Will ich jetzt mal ganz kurz was holen? Ich bin gleich zurück.
So. Was? Ducky? Was habe ich denn da gedrückt? Alles klar. Mal Leder. Ankylosaurus, was brauchte ich nochmal? Leder, ne? Für einen Ankylosaurus-Sattel? Ein bisschen noch. Wir machen Sattel gleichzeitig. Also wie gesagt, nächster Tag, dann wird Ankylosaurus gezähmt und ein Pteranodon. Was? Was war da denn? Die Nachtgeräusche sind immer so geil hier in diesem Spiel. Kann man auch abkaufen, ne? Nicht so wie in Lost Island, Alter, wo man erst immer diesen heftigen Raubsaurier gehört hat, der rumgebrüllt hat. Sondern hier einfach hier so ein paar Eulen oder was weiß ich was oder was es sein könnte. Ein paar Enten, die durch die Gegend quaken und so. Das ist realistisch. Wenn man nachts beangelt und so, ne, mal irgendwo in der Walla Pampa. Genauso. Das nachts sind immer ein paar die Wildgänse mal, manchmal schnattern. Die Eulen machen huhu, huhu. Und draußen hörst du auch irgendwelche Wölfe vögeln. So ist das nämlich. Ich meine, Wölfe heulen. Ich glaube, die haben hier grafisch sowas von nochmal draufgelegt, noch ein bisschen. Und nochmal so viel. Und Nacko-Bär nochmal. Das ist schon mal super. Dafür war ich eigentlich gerade draußen, ne? Wegen Betäubungspfeile zu kriegen. Oh, acht, Alter. Damit kann ich nicht mal meine Oma einschläfern, ey. Und die ist ja schon fast tot, ey. Der wird erstmal jetzt gemästet hier, der Vogel. Zudem brauche ich dann auch nochmal Fische. Wir rennen am besten um den Pteranodon, rennen wir mit dem Raptor zum Strand runter. Springe ich mal ganz kurz ins Wasser, hole ein paar Fische weg. Dann, dass man hier nicht übernachten kann, ne? Warte mal, ich frage mal ganz kurz den manchen schlauen Sohn, der weiß immer alles. Ja, ist so. Schade. Stone, Stone, Stone. Damit hätte das nichts zu tun. Das ist die Nacht doch immer so lange gedauert. Ich finde die Nacht so unsinnig, ey. Weil ich einfach gerade auf dieser Karte einfach nachts nichts machen kann, wenn du keine Fellklamotten hast. Nee. Ja, jetzt liege ich da. Oh, da brauchen wir wohl ja Feuer, wa? Also Holz. Eisen. Hauptsache, es hält die Nacht noch durch, sonst war es das nicht. Und es spawnt keine Bäume nach, Alter. Was für ein Scheiß. Oh, hier brauchen wir auch Holz, Alter. Kleines Püppi-Ding. Sieht's hier aus? Okay.
Wird wieder Tag oder so? Nee, noch nicht, ne? Saurier-Check machen, seid ihr mal gelevelt? Jawohl. Ich dachte, so viel braucht der Raptor nun aber auch nicht zu essen, ne? Hä? Achso, vielleicht sollte ich mal meinen Chat anlassen wieder. Ich habe meinen Chat gerade ausgemacht. Den nochmal rein. Der T-Rex kann das mehr gebrauchen. Oh, wer ist gelevelt, der, die Eule? Mal Ausdauer kann. Hä, die Säule. Hä? Ah ne, ich bin gerade beim T-Rex drin, warte mal. Genau. Die Eule, Ausdauer. Wie viel Ausdauer hat die denn? Oh, kann nicht mehr werden, ne? Oh, da liegt die aber richtig nach, ne? Und hier müssen wir Holz haben. Also das heißt, Ankylosaurus sämen, Pteranodon sämen und Holz pflücken. Dann habt ihr das. Das innerhalb der nächsten Stunde, weil dann will ich ausmachen, dann will ich mit meinen Kindern nochmal gehen. Also von daher. Ja. Also, wir machen beide erstmal Holz. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ich und mein Holz. Holz. Da hast du dann nimm. Ja, das mit Holz geht unerwartet schnell gerade. Baum noch nennen. Ich glaube, ich sollte es reichen. Okay, das war nur ein halber Baum. Eins, zwei, drei, vier und dann noch für außen nochmal die Dinge. Also da brauchen wir mindestens noch einmal Holz. Das reicht. Und schon leidet er drunter, ne? Leder brauchen wir für den Sattel. Was brauchen wir noch für Terrano da? Weiß ich gar nicht. Meine Güte. Beim Essen gerade was für ein Zehner. Der nächste Morgen in der Fjordur. Einmal 100 bitte, please. Achso, hab ich doch. Dann nehme ich. Ja. Nochmal den Hunger. Das sollte reichen, ne? Ausmachen. Alter, schubst mich nicht, du hässlicher Vogel. Inventar. Ah, die haben ja noch genügend Verbrauchung wenig, ne? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, sehr gut. Ja, bist du doof im Kopf? Wieso packt er die nicht übereinander? Komm, dann hau den nochmal auf. Boah, jetzt hüpft doch da endlich rüber! Ja, nur mal Flaschen. Fleisch?
Ja, gleich vor sich hingammeln, das ist mir Banane. So, hups. Boah, es war ja schon fast leer hier. So. Scheiß hier abdroppen. Ach ja, da war ja noch was mit den. Da müssen wir es mit Terran oder mit Bolas machen. Haben wir noch Bolas am Start, yo? Dann ziehen wir ihm mit der Keule eins über. Und dann ziehen wir den so und dann sind dann. Ah, Zeitlupe laufen! Und dann sind die. Schade, dass man das Design nicht geändert hat von der Axt, ne? Dass man sich eine Wikinger-Axt oder so gemacht hat, wegen Fjordur. Nein! Da habe ich schon gerade nachgefüllt. Holzklein, nein. Genau, hier nochmal. Ups. Aufteilen. Noch mal die Hälfte. So, und das sind jeden. Zap. Und zap. Und zap. Und zap. So. Hup. So, Bola-Kugeln auf die Fresse, Pteranodon. Okay, so ist der Plan. Ja. Könnte ich noch irgendwas da lassen, irgendwie? Damit wir so Räucherkammer oder so bauen, damit ich mein Fleisch irgendwo lassen kann. Ich habe so viel davon am Bein. Oh, schon wieder Dings gedrückt, ne? Schon wieder Tab gedrückt, ne? Ich lerne das nicht. Ja. Oh, super. Tauscht dann, statt übereinander zu legen, einfach hol, oder? Ach so, es geht noch. Geht ja nur bei Nahrung 50 Mal, stimmt ja. Leg ich jetzt mal in den Schrank rein. Da wird sich meine Frau ja bedanken, wenn sie das Gammelfleisch in den Schrank zieht. So. Raptoro. Rappi der Raptor. Dir ist kalt, du solltest dich am Arsch lecken. Ja, vielleicht sollte ich das. Boah, es geht ab wie die Tüte mit dem hier. Gartenzwerge-Dodos, ey. Zu tief müssen wir nur weiter runter. Wir brauchen Chitin. Das kriegen wir von den Schildkröten am besten. Und Pteranodons. Die wir merkwürdigerweise irgendwie nicht am Strand sehen. Bei unseren Terrorbirds. Gerade gesagt, taucht doch mal einer auf. Tero Betty! Tero Betty! Tero, Tero, Tero! Hey, was willst du denn? Alles ist grün, alles ist grün. Die Nakrobären sind schon. Okay. Der Raptor ist noch ziemlich gefährdet, solange er noch Level 14 ist und so klein, ne? Aber seine Geschwindigkeit gefällt mir schon besser, die Ausdauer und so, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir für alles Pimp nehmen, halt. Gewicht, Geschwindigkeit, Ausdauer. So, hatte ich nicht gerade einen Terrano... Was ist denn das? Achso, ein Ichthyosaurus, ne? Erstmal muss die Idee von einem Terranodon bekommen. Wir wollten sowieso in diese Richtung. Da haben wir einen.
Oder cool raus, aufs Maul, gut ist. Ah, oh, jetzt kommt da so ein blöder Dilophosaurus in den Terranodon her. Ja. Der rote sieht sehr interessant aus, ne? Kann man den vor im Vorfeld schon mal spotten? Wir haben jetzt. Wenn er mal hingeht und einfach mal guckt, was für ein Level der hat. Die sind ja ziemlich zahm, ne? Geht nicht. Doch, Level 2 kann ich nicht gebrauchen. Was mit denen? Weil der kann dich nicht tragen, das ist totaler Blödsinn. Wenn du dir so einen schwachen Pteranodon holst, dann kannst du es auch gleich echt vergessen. Ist hier ein Deodukto da? Deodoroller hier? Jo! Geil. Geil, der. Geil, ja, ja. Was ist das für einer? Level 1, ich bitte dich. Geh doch weg, du fetter Assaurus. Apropos, wir brauchen noch ein bisschen Leder, ne? Gesehen, dass da einer ist. Das ist der Level 2, ja. Für den, der ist so weit raus im Wasser. Höheres Level dürfen die schon gerne mal haben noch, ne? Ach, diese Fuckvögel noch, ja. Nee, ich dachte schon, das wäre Metall. Der Strandgut? Voll gut mit Strandgut. Sollte ich schon mal im Vorfeld Fisch nehmen, falls ich doch dann einen adäquaten Pteranodon finde? Können wir mal ganz kurz ins Wasser platschen und gucken, was abgeht. Achso, ohne das so mit. Da, ich habe einen Fisch gefunden, aber der ist ein bisschen groß, ne? Oh. Mantarochen. Money, 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 money. Ich liebe dich und deinen Po. Ich brauche mal Luft hier. Jetzt. Ich kann da ja nicht einfach rein und dann. Sobald ich da. Das sind. Ich meine, Fisch ist da, ne? Das ist ganz klar. Einfach mal so ein Megalodon. Oh, 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 oh. Boah, anstatt dass er jetzt hochschwimmt. Boah, hab ich mich erschrocken, Digga. Von total eingeschöpft hier gerade. Da hätten das schwimmt in das Chitin rum. Boah, da. Guck mal, das sind auch Siliziumperlen. Geil, Omat. Hat, glaube ich, genügend Haifilets gegeben, ne? Aber bei den Siliziumperlen wird es ja nachher gefährlich, ne? Oh, noch so ein gutes... Aber gut, wir haben definitiv was gut gefunden hier. So, hoffentlich reicht das dann mit der Raptor hier nicht gleich ausrastet mit mir. Ah, doch, erst noch schnell. So, Fisch am Start. Fehlt noch der Pteranodon. Dann haben wir es. Ein adäquater, nicht so ein schwächlicher Level 2er. Was war das denn jetzt gerade am Stand? Das sah so cool aus, hat einen schönen Schwanz gehabt. Also, roten, also. Gut.
Boah, echt nur dreimal Kreatin. Das Ding besteht aus Panzer. Ja, kack ruhig erstmal. Das ist richtig. Das ist mal schön kackig. Hat er nicht einen Partner gehabt? Nee, hat sich nicht viel interessiert. War Banane, sagt er. Oh, da. Scheißdreck. Lande, du Vogel, lande. Ja, lande. Damit kann ich leben. Was, wo ist die Bolas? Auf 6. Sehr gut. Wo ist die Keule? Auf 5. Mit dem Stück Fleisch, da sollte er, glaube ich, in Sekunden, glaube ich, gleich irgendwie gezähmt sein. Oder eben halt auch nicht. Irgendwas entscheiden können. Ich schmeiß mal einfach alles hier rein. Lass den die kurze stehen. Ich will wissen, was das für ein Tier war mit dem roten Schwanz. Hat er das Primate genommen? Oder hat er jetzt normal Fischfilet genommen? Ja, komm, wir haben ein paar Sekunden Zeit. Lassen die hier am Strand stehen. Die sind Dilophosaurus im Wasser. Ach du Kacke. Ein Alpha Allo gab es. Gibt es noch? Hab ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ein Alpha Allosaurus. Das ist ein fucking Alpha T-Rex. Ja. Hi auch. So ein Alpha T-Rex ist, ja, schade, dass man den irgendwie nie, hier sehen kann, ne? Weil die sind ja doppelt so groß wie so ein normaler T-Rex. So, Digga, wir haben es ein bisschen eilig hier. Vielleicht mal irgendwann mal mit einem Quetzchen unterwegs und dann abschießen oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie sowas. Belzebub, Aranio. Das ist verformbares Metallrohr. Aber auch ein verformbares. Okay. Aber nicht aus Metall. Sondern Fleischrohr. Jetzt reicht's aber auch, Tomji. So, warte. So, wie nennen wir den Vogel? Petri. Petri ist immer der... Wie nennt man den sonst, ne? Ich glaube, jeder nennt ihn Petri. So. Ja. Hä, was ist hier los? Ups, so. Genau. So,
Jetzt, was braucht mir jetzt noch? Kreatin, ne? War das so? Kreatin? Das war noch so unendlich viel Kreatin, ne? Ja, ich gucke ihn direkt mal in die Augen und sage, schade, dass er mit dem Primate gezähmt worden ist, ne? Dadurch hat er eben halt wirklich ein bisschen was an Dings verloren. Alles verrückt. So, dann steigen wir einmal auf den Raptoro. El Rappi. Rappi, Zappi, Zappi. Dann geht's rap, zack, zack, zack. Jetzt haben wir da zwei Vögel zu Hause. Hauptsache die Vögel nicht. Ah, ist aber auch doof, ne? Ui, ich dachte, es wäre ein Parino. Aber der hat, glaube ich, noch geschissen gerade. Das ist einfach alles. Der Ranodon kommt mir näher. Ach, komm. War da gerade eine Fliege unterwegs? Nee, ne? Das hat mich gerade nur. Mein Gehirn hat mich ausgetrickst, glaube ich, gerade. Nur... Ja, wir müssen mal ein bisschen langsam machen. Rappi kommt nicht. Kommt da nicht so gut mit. Rappi die Day, rap dap dap dap. Ging es da oben hoch zu unserer Base? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme mal an, ja. Also von Langhalssaurier haben wir jede Menge hier. Ne? Langhalssaurier hört sich auch für Kacke an. Ne? Sauropoden sind das. Der Radodon? Ja, ist hier. Sehr gut. Schade. Und jump runter. Da ist unser Base. Warum ist die Musik jetzt so super heftig? Wenn wir so einen Ankylosaurus auch töten, ne? Ach, der ist müde. Nee, aber der hat ja Kreatin gerade, ne? Also jetzt brauchen wir mal Kreatin für den Pteranodon hier. Ja. Vielleicht hatten wir mal einen Dings mit Raptor. Ja, Lökinnes, das habt ihr gut gemacht. Und hat kaum Schaden davon getragen. Im Gegensatz zu Terrorbird damals, ne? Wo wir gegen Terrorbird gekämpft haben. Ach, was macht der jetzt auch ein Rudel Raptoren hier? So ein Scheiß. Okay. Warte mal, erstmal anfeigen. Hier, bleibt doch mal stehen. Aber wir weitergehen. Setz dich hin, wo du willst. So, wir brauchen Kreatin. Wir machen erstmal Step by Step, danach kümmern wir uns daneben halt um den Ankylosaurus. Da sollten wir auch zu Fuß hochgehen, denn da oben sind die ja. Warum sind diese Warzenschweine hier überall, Alter? Ehrlich, das nervt mich jetzt ein bisschen. Vorhin ist die immer wieder neu spawnen. Wir hatten ja schon einige getötet davon. Und irgendwie, manchmal verstehe ich das nicht mit den Festhalten von den Raptoren, ne? Wenn er raufspringt und so, dass er dann. Das Festhalten nicht macht. Pass auf. Unser Pteranodon hat gerade so gut gefeit, den würde ich jetzt nicht austauschen. Ja, bei denen kann man mal Glück haben, dass die mal was haben, ne? Ne, hab nix. Scheiße. Regen, das allererste Mal Regen. Doch, der hatte was gehabt. Hier Kreatin. Nee, Blödsinn, das brauchen wir. Das Leder brauchen wir auch. Aber wie viel wir aber brauchen, ne? Ist der Hammer. Oh nein. Komm her. Ja.
Das hat sich gelohnt, Alter. Direkt mal 32 Mal Chitin, Alter. Das hat sich gelohnt. Und den können wir nochmal haben. Ganz gerne. Da kriegt man Polymer von den Affen hier. Was brüllt denn da so heftig? Boah, Alter, jetzt habe ich mich aber gerade eingemacht, ne? Habe ich mich ja schon, Digga. Ich glaube, das könnte ein Hai gewesen sein, oder? Ich hätte gedacht, dass es hier Vulkan... Da ist bestimmt, ich wette. In dieser Höhle, seht ihr, da ist auch wieder so ein Level-Teil-Dingens. Ich glaube, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie so ein Wyvern oder Wyvern oder wie heißt das? Ei drin ist. Wyvern wäre geil. Wenn es hier Wyvern gibt, ja. Definitiv ja, das wäre total geil. Aber habe ich denn damit als... Sind hier neue Dings da, neue Strandgut? Nee, ne? Einmal genommen und dann ist es immer weg, ne? Okay, aber einmal steht hier noch weg, ne? Mal gucken, vielleicht ist der Terranodon ja auch so stark, dass er mit uns schon umherfliegen kann. Oh. Ich hasse diese Kackvögel. Nochmal ein Trizer. Ah, guck mal, da ist noch so ein Tier. Das ist ja geil. Dann haben wir ja ausgesorgt. Ausgesorgt. Au, hör auf damit, bist du doof? Scheiß Raptor, Alter, warum macht er das? Okay. Boah, Alter. Ego Max, ey. Einer nur, ja. Die kannst du auch nur abstechen, die Mistviecher, ne? So. Guti, eine Kehrtwende. Ich dachte, hier wäre noch am Strand noch einer, dann hätten wir noch mal wunderbar mitnehmen können. Aber haben es ja jetzt geschafft. Pteranodon-Sattel wird jetzt hergestellt. Die Dinger weiß ich auch nicht, wie man die zähmt, ne? Aber ich denke, man muss da wohl nebenan stehen und die zähmen. Aber ich glaube, die sind aggressiv. Also kriegst du die auch nicht betäubt. Das heißt, ich denke mal... Wie war es denn damals noch mit Giganotto? Mit Giganotto war das damals mit diesen Fallen, ne? Mit diesen B-Motoren, die normale Steintore, ne? Und dann konntest du einsingeln und dann konntest du die... Hier beginnt das große Scheißen. So. Hier war Dings, ne? Genau. Kann ich mir auch den Sattel hier drinnen fertigen? Ein Velanosaurus, wenn es den hier gibt? Das glaube ich nicht. Das ist auch ein geiles Tier irgendwie. Lass mal checken. Leder. Da nochmal. Da nochmal. Ah, Mega Buddy, hi. So, aber da nochmal. Oh, nicht wegziehen hier. Was brauchen wir noch dafür? Fasern. Fasern sollten wir dabei haben. So. Fasern. Sehr geil. So. Pteranodon. Jetzt geht's los. Ja. Den Rest packen wir wieder weg, ne? Joa.
so muck wieder. Lithiumperlen, das ist so geil, dass wir die noch gefunden haben mit Öl. Chitin. Later. Was brauchen wir nochmal für den Ankylosaurus? Warte mal, lass mal checken eben. Der war doch hier irgendwo, ne? Warte. Da. Leder eben halt, ne? Gut. Seit 2018, ja, ich glaube auch. Ich tatsächlich auch. Zocke ich arg, ne? Aber damals eben auf der PS4 alle möglichen Varianten. Und seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit ein paar Monaten jetzt auch auf dem PC, ne? So. Achso, der Pteranodon, der genau, da war am Stehen geblieben. Ich glaube, wir sind noch zu schwer. Ich glaube, der kann uns noch nicht tragen. Was natürlich echt mega schade ist, ne? Gewicht. Ja, ja, hör mal auf, wie unser Megahead kann. Oh, der kann uns tragen. Geil. Wer hätte das jetzt erwartet? Das ist ja nice. Okay. Damit hätten wir endlich unseren Flugsaurier. Pteranodon ist direkt aufgestiegen. Kann gleich mal was mitmachen. Da kommt lang. Ja, ja, es schockt auch mehr. PC ist es geiler tatsächlich als auf der Konsole. Muss ich sagen. Erstmal, man sieht auch die grafischen Unterschiede. Und jetzt mit der neuen Karte tatsächlich haben die auch viel gemacht nochmal in der Grafik, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Aber ich denke mal auch, das wird die letzte Karte sein. Ich denke mal nicht, dass, also jetzt, da ja nächstes Jahr Ark 2 rauskommt, denke ich mal nicht, dass da was Neues kommt. Und die, da gibt es ja wohl keine Flugsaurier mehr, ne? Da soll man die ja nicht mehr, weil die angeblich ist das ja zu einfach. Oh, der hat ein Ei gelegt. Damit das Spiel zu einfach geworden, denn weil du überall hinfliegen kannst mit den Flugsauriern und so. So. Haben wir noch genügend. Ja, das ist der Teil, den ich nicht gezockt habe, tatsächlich. Den habe ich nicht gezockt. Ich hatte, Ark, den ersten Ragnarök hatte ich gezockt. Center habe ich kurz angedaddelt. Extinction hatte ich gezockt, fand ich aber nicht ganz so geil. Ich weiß gar nicht, was ich noch gezockt habe. Achso, hier damals noch hier, wie hieß das denn nochmal gleich mit den... Ich komme gar nicht mehr drauf, wie das hieß. Das war auch eine freie Karte. Crystal Isles haben wir gezockt. Und davor, wie hieß die denn nochmal? Ich komme da nicht mehr drauf. Nee, wie heißt denn das? Ja, Valguero, genau, dankeschön. Das habe ich gezockt, genau. Das war eine geile Karte. Valguero fand ich geil. Und die hier finde ich eigentlich auch ziemlich cool, die Karte. Nur es ist echt durchgehend kalt hier, ne, auf dieser Karte. Das ist scheiße, aber es ist nun mal jemals so. So, wir brauchen Leder. Also noch einmal ganz kurz mit dem Raptorbot jagen gehen, Leder holen. Mindestens 100 Mal. Und dann brauchen wir Ankylosaurus. Aber allzu viel werde ich heute nicht mehr machen. Da wir gleich auf ein Fest gehen, auf ein Fußballfest. Also von daher mit den Kindern. Und das ist dann schon so ein bisschen wichtig, ne? Da ist eine Brieftaube. Der Weg ging einfach nur nirgendwo irgendwie hier, ne? Genau. Einfach mal so irgendwo ins Nirgendwo. Aber schön, dass jemand bei Ark zuguckt. Normalerweise ist so, Ark ist für die Zuschauer immer irgendwie so ausgelutscht bei mir. Die gucken Red Dead Redemption, wenn ich das mal spiele oder sowas. Oder anderen Shit eben halt, ne? Was dann immer sehr schade ist. Ja, ich habe auch gesehen gehabt, dass es kostenlos war. Was ist Epic? Was ist... Das mit Epic check ich einfach nicht, was das sein soll. Ich hatte auch schon ein paar, wir spielen ja auch gerne immer online, ne? Und dann, also mit Kumpels dann auch. Und dann hatte ich auch schon Bescheid gesagt, hier Leute, macht mal. Ist gerade für lau, ne? Aber irgendwie... Und nicht so Pott, ne? Scheiß Ausdauer vom Raptoren, Alter, ehrlich. Die ist so dreckig manchmal. Aber er langt, schnell ist so ein Para nicht, ne? Ah, guck mal, will ich Chitin mal wieder brauchen, ne? Da war Chitin gerade.
haben Holz gehackt. Ach so. Ja, gut. Der Launcher, okay. Aber ich glaube, ich war. Du startest ja bei mir immer mit Steam. Ich weiß nicht. Wie gesagt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen doof gerade. Ja, ja, du dreckiges Kackviech hier. So. Ja, ja, genau. Genau, dafür sind Paras einfach nur da, ne? Die sind einfach so für nichts zu gebrauchen sonst, ne? Abgesehen davon, dass sie am Anfang eben halt viel tragen können halt, ne? Aber so langsam ist man jetzt so drin. Der Anfang ist hier auf dieser Karte ziemlich schwer, finde ich. So bummelig 100 Mal, sag ich, ne? 100 Mal Leder. Paririno. Meine Paririno. Ich finde die aber so süß, ne? Ich mag die gar nicht töten, die Paririnos, aber was soll's, ne? Die Leder bringen, bringen die Leder, ne? Lauf, Achirino, lauf, Achi. Waren die auch nicht kollektiv? Ich glaube ja, ne? Waren die kollektiv? Oh, Kompi, Alter. Okay, ich dachte, was ist hier jetzt los? Gibt alles Leder, ne? Banane von woher, ne? Was? Was ist hier passiert? Hat er gerade meinen Raptor umgeboxt? Wie ist das denn möglich? Warum ist der denn jetzt bewusstlos von Kompi? Ach nee, weil ich ihn ausdauermäßig... Oh ja, er ist müde. Ach ja, genau. Ach ja. Ach und du wachst wieder gleich auf, ne? Ach ja. Ja, ich wach auf, du kleiner Penner. Stimmt, das, wie lange habe ich das nicht mehr gehabt, ne? Wenn man damals so hochgelevelte Tiere hatte. Ja, dann muss ich wohl selbst pieksen gehen. Level 1, Digga. Wie viel Leder hat er denn jetzt noch gesammelt, der Raptor hier? Da muss man sich auch mal ausruhen, ne? Ist ja bei mir nicht anders. 65. Was brauchte ich jetzt insgesamt über 200? Gar nicht. Oh, Kinders. Den will ich eigentlich auch nochmal haben, den Vogel hier. Steine farmen. Hm. Soll ich den jetzt mitnehmen? Hm. Anstatt ein Ankylosaurus. Ich meine, der läuft hier gerade so rum, ne? Einfach so. Habe ich noch Betäubungspfeile? Ne, natürlich nicht. Ne, 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 ne. Ich mach ganz gechillt immer. Nicht auf Maximum-Level. Da. Ich habe das bei The Center, hatte ich das gehabt tatsächlich. Da geht's mir erst auf den Sack und seitdem spiele ich nicht mehr auf Maximum-Level. Dass ich andauernd vor mein Haus, habe ich mir gemütlich am Strand hingestellt. Ich weiß nicht warum. Da sind nachher irgendwann... Im Laufe des Spiels permanent Raptor gespawnt, genau vor meinem Haus. Das ging mir so auf den Sack, Alter. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Und jetzt chill ich da einfach nur bei rum. Hopp. Ich überlege gerade, habe ich jetzt Pfeile mit oder nicht? Ja, einen, super. Nein, so richtig hohe Level. Die level ich nachher so selber, denn für mich reicht das einfach so, weißt du? Wenn man so online spielen würde, das wäre, glaube ich, dann eine andere Sache, ne? Wo ist jetzt mein Raptor eigentlich hin? Da. Aktiviere Paarung oder Wanderung? Nö. Kann ich nicht aufwecken hier? Aufstehen. Der frisst sogar noch dabei. Du spielst immer auf Max? Ja. Ist, wie gesagt, das ist ja jeden, wie er so gerne mag, dann einfach. Ne? Das ist... Bin ich jetzt weit weg von meiner Base?
Wie gesagt, das ging mir eben halt mit den Raptoren auch bei Center auf den Sack. Und da hatte ich dann aber keinen Bock mehr drauf gehabt. Ne? Man möchte sich nicht so gerne ärgern. Ne? Ja, ne, das ist wirklich wahr. Auch gerade wegen Ring Raid und so ein Scheiß, ne? Ja. Deswegen geht man ja im Tribe rein am besten. Damit du eben halt dann nicht da alleine dastehst und immer abwechselnd Leute irgendwie da sind und so, ne? Da war meine Base, ne? Da. Oh, guck mal, da kommt Nedrock, oder? Er kommt jetzt hinterher jetzt. Das sieht hier so geil aus, ne? Mit diesen Runsteinen einfach, die dann runterkommen, ne? Odin! Versorgungskiste. Kann ich gebrauchen? Nimm ich mit. Einfach mal so. Dankeschön. Danke. Hast du den Teil hier auch schon gespielt? Ja, das stimmt. Du kannst, ja, das stimmt. Ja, aber das ist, ich weiß gar nicht, wie das jetzt wieder, der Hype jetzt noch um Ark ist. Ob er jetzt, also ein bisschen abgeflaut ist und ob man da mal ein bisschen Chance hat zu daddeln, ohne dass man sich irgendwie gegenseitig auf den Füßen tritt. Das war bei Conan Exiles ja auch mal so. Da habe ich auch mal online gespielt mit meinem Cousin zusammen und der war alle 2 Meter war eine scheiß Base, ne? Und das ging echt einer auf den Keks. Was wollte ich jetzt? Achso, gucken, ob ich. Hatte ich. Ja, hatte ich. 9 Mal, ne? Reicht das? Ja, mal gucken. So. Boah, das war bei 20 vor 3, ey. Ja. Ja, wie gesagt, das ist am Anfang ziemlich scheiße, weil echt kalt, ne? Du musst da echt schon gucken, dass du echt ein kleines Häuschen, da hatte ich in der ersten Nacht ja schon hier Fundament gehabt und dann eben halt Kiste, damit ich mein Shit drin hatte und ein kleines hier Feuerchen, also ein Lagerfeuer. Du siehst, ich habe mir jetzt 4 Stücke auf einen Fleck gemacht, ne? Damit du hier einigermaßen nicht erfrierst, so, ne? Das ist also wirklich nachts, ist das fast nicht spielbar, denn, ne? Du kannst auch nicht nachts nicht raus, weil dann erfrierst dann dauernd, ne? Ja. Kompostbälle später. Später, alles später. Wir wollen auch mal offline nochmal oder offstream wollen wir auch nochmal weiterbauen mit Gemäuer. So, was hatte ich denn jetzt im Kopf, meine Fresse? Achso, ja genau. Das hatte ich im Kopf. Das geht immer noch nicht, ne? Weil ich noch nicht genügend habe. Meine Güte. Naja. Ja, geht schon los, ne? Die ist kalt. Und mein Raptor erfriert alleine da draußen, ne? So. Warum ist hier Fleisch drin? Guck mal, der hat Leder. So. So. Ab wann kann man die eigentlich machen hier? Und ab wann kann man. Oh, guck mal, die hat Leder. Wie geil einfach, aber die haben alle Leder. Warum haben die alle Leder? Warum bin ich denn erst los, wa? Ne, der hat kein Leder. Ich muss gleich aufhören tatsächlich, weil ich gleich mit meinen Kindern zum Fußballfest gehe. Und bei uns ist hier so eine Fußball-Benefizveranstaltung. Da wollte ich auch mal hingehen, zugucken und so und alles. Und mal schon einen absappeln, weil ich da an diesem Verein auch schon mal Trainer gewesen bin. Und ja, sowas, ne? Ach so, warte mal, das war verkehrt. Die Kinder haben sich darauf gefreut, die wollen Bratwürstchen essen und Naschi, da gibt es ja dann immer, ne? Ja, ja. So. Kann ich bauen? Jo. Gut, fürs nächste Mal wenn Ankylosaurus-Sattel. Das ist schon mal. Ja, ist es auch, ist es auch. Guck mal, die Mutti ist ja gerade unterwegs mit Tantchen, ne? Macht den Weibertag dann und dann muss ich ja was mal den Kindern ein bisschen machen, ne? Wobei die auch schon groß genug sind, unsere Kinder. Also das ist nicht so das Ding. So, den tue ich schon mal hier rein, damit ich weiß, ich habe hier, ein Sattel. Jetzt wird's nachts und wir können das vergessen einfach mal.
Machen wir schon mal ein paar Fackeln an und dann, glaube ich, machen wir Schicht auf heute. Das ist für die Gemütlichkeit einfach. Romantisch. Für na, mach an jetzt hier! Also. Meine Güte. So. Snaggity Day. Ja, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, ne? Wenn man auf sich jetzt gestellt ist, vielleicht ändert man sich. Vielleicht ändert sich das ja mal eines Tages. Man weiß ja nie so, wie weit, wie was so geht und wann, wie weit es kommt und so und alles. So, Resistenz. So, dann würde ich mal gucken. Was haben wir jetzt als nächstes, was wir machen können? Parasail-Sattel. Geil. Toll. Okay. Guti, also ich bin hier raus für heute. Heute Abend wollten wir eigentlich noch mal gucken. Nein! Ich habe vergessen zu speichern! Oh Gott, hat er zwischengespeichert? Oh mein Gott, nein! Oh! Das ist, wenn man sappelt, ne? Ich weine jetzt schon, ne? Ja, hat er gespeichert, wa? Was speichert automatisch? Also mal verstehe ich. Ja, aber das ist die Frage. Mal verstehe ich das nicht. Mal gehst du raus, speichert er nicht. Dann musst du selber speichern, dann speichert er das. Also manchmal ist das auch, dass er nicht speichert irgendwie. Zumindest bei mir ist das so. Keine Ahnung. Das ist schon zwei, dreimal vorgekommen. Na gut, ist ja super so. Hat ja geklappt, dann ist doch wieder raus. Also gut, wie gesagt, heute Abend wollten wir eigentlich Conan machen. Mal gucken, was damit ist. Und wir wollten Kono schon wieder seit zwei Wochen machen. Denn auf jetzt den zweiten Inka dann halt, ne? Und dann sieht man sich. So. Arg. Maximal Frames. 720 Frames hast du geschafft. Ja, siehst du. Razer sagt Bescheid. Dankeschön, Razer. Gut, dann Dankeschön. Viel Spaß auf Fest. Ja, und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, ne? Tschüss.